Hallo und herzlich willkommen, liebe Train Fever Freunde. Hier ist wieder euer Ruby nach einer recht längeren Zeit, aber ich hatte einfach recht viel zu tun und außerdem ist Stimmbruch da gerade so ein bisschen ungünstig zu reden. Naja, auf jeden Fall, letzte Folge, die fünfte war es. Wir haben ein bisschen hier optimiert noch und alles, ja, aber irgendwie sind wir ganz schön ins Minus gerutscht und wir müssen das jetzt noch irgendwie wieder ausbügeln. Ihr seht hier gerade schon. Das sieht gar nicht so gut aus hier. Ich nehme gerade hier parallel mit OBS auf und dann noch mit Audacity. Also ich hoffe, das geht gut. So, ich muss jetzt mein Mikro nochmal richtig hinstellen und alles. So. Jetzt ist die Musik weg. So, da ist sie wieder. Yeah. Ich bin gerade recht unentschlossen, was wir noch machen wollen. Wir können ja eigentlich kaum was machen mit so wenig Geld, ne? Wir können allerhöchstens hier einfach mal die ganzen Haltestellen durchgucken. 18 Leute warten hier, 26, 27. Das sind gar nicht mehr so wenige hier. Und wir rutschen immer mehr ins Minus rein. Ich möchte wissen, was das ist. Die RB2. Welche ist denn das? Ist das die hier? Ja. Aber die müsste doch eigentlich was abwerfen, ich meine. Hier warten doch Unmengen von Leuten. Leute. Okay, jetzt ist sie eben eingefahren, hat ein bisschen Plus gemacht. Wir können mal kurz die letzten Jahre angucken. Das war, glaube ich, wegen der Bauaktion. Wir haben recht viel gebaut hier an der Schienenstrecke und das war halt arschteuer. Naja, gut, ich habe mir einen Timer gestellt. Ich vergesse das sonst immer. Aber unsere Stadtlinien, unsere kleineren hier, die scheinen ja ganz gut abzuwerfen. Ich glaube, da werden wir bald noch eine machen. Und wir könnten diese hier eigentlich auch mal auf den 20-Sekunden-Takt bringen in Neubremslin. Wir gehen mal kurz nach Neubremslin. Das ist hier oben. Ja, ein paar mehr Busse könnte man da schon hinsetzen hier. Wobei die Stadt halt noch nicht so groß ist. Aber hier warten jetzt viele Leute. Das ist krass. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt noch einen zweiten Zug draufsetzen könnten. Aber es wird recht schwer werden. Schätze ich mal. Ja, zumindest fährt es so einigermaßen. Ich habe meinen PC und alles jetzt ein bisschen umgestellt. Deshalb kann es sein, dass das jetzt ein bisschen anders klingt. Und ja, mal gucken, wie viel es uns bringt. 131.000. Sie rettet sich damit ja schon fast wieder aus der Pleite. Beziehungsweise wird es fast profitabel, aber eben nur fast. Und wir brauchen es aber profitabel. Sind hier etwa schon... Habe ich hier echt schon Dings hingetan? Solche roten Dinger hier? Neubremseln Bus 1. Oh ja. Wir brauchen hier unbedingt mehr Passagiere. Mehr Kutschen. Passagiere haben wir ja genügend da, wie sich eben herausgestellt hat. Ich leih mir ja jetzt mal noch eben 200.000. Und ich weiß nicht, warum es so hängt. Ich weiß nicht, was los ist mit meinem PC gerade. Ich würde gerne so eine Post... Ich kaufe mal noch zwei Postkutschen und setz die auf den Neubremslin-Bus. Jetzt sind wir bei 31 Sekunden. Ich kaufe mal noch eine dritte. Dann dürfen wir so bei, ja, 29. Das reicht erstmal, hoffe ich. Und das ist mir unerklärlich. Wieso zur Hölle hängt es denn so? Jetzt ist die Musik wieder weg und jetzt ist ein riesengroßer Hänger. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Das ist... Ich verstehe es nicht. Hier, jetzt hing es wieder ganz kurz. Und das ist natürlich echt Mist hier. Ah ja, ich erinnere mich, hier haben wir um diesen komischen Berg rumgebaut. Entschuldigung, aber das muss ich jetzt mal eben machen. Ach komm, jetzt hör halt auf zu hängen. Ich will diese blöde Kante hier wegkriegen. Die sieht doch bescheiden aus. So, jetzt sieht man das schon fast nicht mehr, dass da mal eine Zuglinie lang geführt hat. Hoffe ich zumindest halt auch so. Hat uns auch einiges gekostet, aber das war es mir wert. Dafür, dass die Natur hier wieder ein bisschen schöner aussieht. Und es ist wieder so extrem leise, aber witzig, wir bewegen uns ein bisschen schneller als der Zug. Ja, es sei denn, es leckt. Ich habe keine Ahnung, vor einer Woche ging es noch perfekt alles.
Ich habe nichts im Hintergrund laufen, bis auf Aufnahme. Ich habe keinen blassen Schimmer, woran es liegt. Tja, wenigstens ist das Mikrofon jetzt nicht übersteuert. Wir müssten, glaube ich, echt mal noch einen zweiten Zug auf RB2 setzen. Beziehungsweise wir könnten, hallo, den hier ein wenig aktualisieren noch. Also kein Weg zum Depot, ja, schon klar. Müssen wir jetzt hier doch hier, so auf dem Rückweg schicken wir den dann erstmal ins Depot, würde ich sagen. Und jetzt hängen halt. Wir schicken den ins Depot und dann hängen wir noch zwei Hänger an, damit er auch immer wirklich alle mitnehmen kann. Und damit da nicht so ein paar Leute auf dem Trockenen sitzen bleiben. Was natürlich jetzt nicht so wirklich cool ist. Und es hängt einfach. Ich dreh durch. Ich dreh einfach nur durch. Meine Fresse, ey. Ich überlege echt, ob ich mir mal eine Capture Card zulege oder sowas. Würde das Ganze vielleicht ein bisschen verbessern. Danke auch nochmal an Leon Fürsterra und alle anderen, die jetzt nochmal unser letztes Video geschrieben haben. Fand ich echt super, euer Feedback, vor allem die Menge an Likes, die da zurückkamen. Das fand ich unglaublich. So, ich habe, ja okay, ich habe den ins Depot zurückgeschickt, bevor die Leute einladen konnte. Das wollte ich im Prinzip machen, weil wenn der die noch einlädt, dann kriegen wir natürlich das Geld dafür nicht. Aber wir wollen ja Geld. Dafür. Da fällt mir gerade ein, wir können ja auch einfach mal ganz dreist hier so noch einen Zug kaufen. Ich weiß bloß nicht mehr, welche Bahn wir da hatten. Ich glaube die hier, ha? Muss man hier unten mal schauen. Komm her, wo ist der Zug? Hier unten. Ja, genau die hier. Das ist die schnellere und die teurere. Also, nee, ich glaube, wir ersetzen unseren Zug jetzt nicht. Wir modernisieren den lediglich, sonst kostet uns das einfach Arsch voll Geld und das kriegen wir nicht gestemmt jetzt erstmal. So, ich hoffe, mein Schienensystem funktioniert hier so einigermaßen. Wäre blöd, wenn nicht. Doch, das brauchen wir gleich hier Züge kaufen. Sobald der Zug hier angekommen ist. Ich weiß, wir machen irgendwie gerade nichts Interessantes diese Folge. Das ist wieder, wir müssen irgendwie wieder an Geld kommen. Aber wenigstens haben wir uns jetzt erstmal aus dieser Pleite rausmanövriert. Also ganz offensichtlich war es doch eine gute Idee, diese zweite RB zu machen. Und dann, ja, mal schauen, was sich noch drehen lässt. Vielleicht sowas wie, ja, dass wir da natürlich noch einen zweiten Zug draufsetzen oder so. Warten hier in Neubremslin. Ja, da warten einige Leute. Da können wir dann wirklich noch ein paar Postkutschen draufsetzen. Boah, meine Güte. Ich muss nach dieser Folge echt schauen, was das ist. Das ist... Ich weiß nicht, verträgt sich Windows 10 hiermit nicht oder was? Los, verschwinde. So. Und jetzt kaufe ich uns mal noch so ein kleiner Hänger, oder? Welche Hänger sind denn das? Personenwagen bayerisch. Okay. So, noch zwei angehängt. Und der fährt jetzt auf der Linie RB2. Und der kommt jetzt hier an. Ich weiß nicht, ob er war. Ob sich hier schon so viele Leute wieder gefunden haben? Nee, 22, das sind nicht besonders viele. Aber hier können wir wenigstens jetzt schon mal noch ein paar mehr Busse einstellen. Je mehr Busse natürlich auch fahren, beziehungsweise Postkutschen, desto mehr Leute fahren, beziehungsweise nehmen den am Ende auch. So, 21 Sekunden, das ist erstmal genügend Annäherung. Jetzt komm, schließ halt die ganzen Fenster hier. Die bringen das Ganze nämlich unermesslich zum Lenken. Und der Zug fährt jetzt mit 21 Leuten. Waren das nicht eben noch 22? Das ist natürlich doof. Und ich sehe gerade, wir müssen das Ganze hier mal noch gruppieren. Haha. So, und jetzt dürfte es deutlich, jetzt dürften wir hier deutlich mehr Passagiere haben. Ich frage mich gerade, ob ich das irgendwo anders noch vergessen habe zu gruppieren. Ne, hier ist gruppiert. Ah, mit Shift kann ich hier nicht schneller machen. Okay, das hatte ich ganz vergessen. Ja, Warnung, hohe CPU-Auslastung. Du, ist witzig. Hier, ja, hier habe ich auch gruppiert.
Gut, ich glaube, ich mache dann erstmal hier einen frühen Schluss, weil ich echt, ich kann das euch nicht länger antun hier und auch mir nicht mit diesem Geruckel. Ich werde, glaube ich, nochmal jetzt ein bisschen rumprobieren an Einstellungen. Das ist unglaublich, ich verstehe nicht warum. Ja, okay. Wie gesagt, hier links geht es zum letzten Video, also zum fünften Teil, von dem ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe. Hier rechts. Oh, hier wird gerade gesaved und gebaut. Rechts zum nächsten Teil, also zum siebten, da werden wir wahrscheinlich auf einer ganzen Ecke Geld rumsitzen und so ein richtig schönes, großes Projekt anfangen können. Obwohl wir jetzt schon wieder ein bisschen in der Pleite sind. Naja, auf jeden Fall in den Kommentaren könnt ihr ja mal eure Meinung hinterlassen über dieses neue Ende, relativ neue Ende. Das ist jetzt das dritte Video. Und natürlich in der Beschreibung findet ihr den Link zum Sendeplan. Dort seid ihr immer auf dem aktuellen, wann eine Folge kommt oder ob eine ausfällt. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Train Fever, dem Zugsimulator.